Wir sind beim ersten Viertelfinale vom SMB 4 und die Runden kamen beide gut bei euch an. Da wir uns jetzt hier in einer 1 gegen 1 K.O. Phase befinden, werden die Punkte nicht mehr zweistellig, sondern einstellig vergeben. Wir fangen heute mal mit dem User Voting an und da haben wir zwischen beiden Parteien einen Unentschieden, nach Abzug der 10% Toleranzgrenze. Also überlasst ihr mir die Entscheidung einfach mal ganz alleine. Kommen wir zu den Videos. Tenshi hat ein relativ gutes Video abgeliefert, gerade die Nachbearbeitung in der Hook und die Performance kommen dort sehr geil rüber. Es gehört aber nicht zu seinen besten Videos bisher. Liegt daran, dass wir hier eine Location haben, die relativ unspektakulär wirkt und am Anfang, als er einsteigt, das Video erstmal ein bisschen asynchron wirkt, ist aber nicht wirklich krass ins Auge gestochen. Typro hat die cooleren Locations, ebenfalls eine gute Nachbearbeitung und die Performance in der Zwangsjacke ist wahnsinnig gut umgesetzt. Aber auch sein Achtelfinalvideo war stärker als das hier. Die hektischen Kameraführungen sind stark zu dem aggressiven, schnellen Part angepasst und wirken dadurch auch nicht nervig. Es war wichtig, dass hier nicht nur einfach so draufgehalten wurde. Alles in allem habe ich lange hin und her überlegt zwischen einem 1:1 oder 1:0 für Typro, habe mich aufgrund der Locations und der besseren Umsetzung dann aber dafür entschieden, Typro den Videopunkt zu geben. Flowlich spittet Tenshi endlich wieder ans Mic, so wie man es von ihm kennt und das dieses Mal mit Struktur, einem roten Faden und keinem komischen Experiment. Sehr stimmig, wie er seine Parts kickt. Der Double Time ist sehr verständlich und die Pausen sind sehr gut umgesetzt. Schade, dass wir das im Achtelfinale und in der Qualifikation nicht immer zu sehen bekommen haben. Typro geht wirklich komplett in den Parts ab. Das ist wirklich brutal, was er da dieses Mal abgeliefert hat. Er schreit wirklich das Mic komplett zu, was auf der einen Seite richtig, richtig geil ist, aber auf der anderen Seite gibt es einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar geht es hier um das Verständlichkeitsthema. Er rappt richtig krass nach vorne und wie gesagt mit ultra viel Druck, aber dadurch gehen ein paar Silben leider einfach unter. Es wirkt an der einen oder anderen Stelle dann leider so, als wäre da etwas genuschelt worden, aber ansonsten ist es das übelste Brett, was Typro uns hier Flowlich geboten hat. Flowlich haben beide wirklich dieses Mal extrem auf die Kacke gehauen und im SMB 4 zumindest ihre besten Leistungen in den Parts gezeigt. Ich sehe keinen von beiden, der jetzt wirklich dominanter rüberkommt. Typro überzeugt mit Power und Druck und Tenshi mit einem verständlichen und clean Double Time. Ich gebe hier ein Unentschieden, ein 2:2 in der Kategorie Flow. Text. Ja, und textlich muss ich leider gestehen, haben mich beide Runden nicht wirklich komplett von sich überzeugen können. Tenshi bringt deepere Ansätze in seinen Text hinein und Typro kommt mit Representer-Zeilen. Und bei beiden Songs ist mir nach der Runde nicht wirklich viel im Kopf hängen geblieben. Bei Tenshi gibt es zum Beispiel solche Lines. Infolgedessen verschwand meine Leidenschaft, weil selbst die Süße des Lebens hat einen bitteren Beigeschmack. Die Line ist zwar relativ gut durchdacht, aber dann kommt im zweiten Part eigentlich exakt dieselbe identische Zeile, nur dass er dadurch diesmal mit süß mit sauer ersetzt. Und zwar dadurch merke ich, Erwachsensein ist nicht kinderleicht, ich werde in den sauren Apfel beißen und lebe mit dieser Bitterkeit. Sowas kann man natürlich als Hommage springen oder in einer Bridge zum Beispiel, dass man da die Lines einzeln abändert, aber bei zwei Parts, wo nicht mal wirklich ein 16er voll ist, ist das wirklich nicht gerade das Innovativste, was man machen kann. Aber in einem Bereich hat sich Tenshi extrem verbessert und das ist die Zeilensetzung und die Reime. Holy shit, ist das ein Vergleich im Vergleich zum SMB 1 oder zum STB 2019. Zumindest hat er im zweiten Part auch seine Highlight-Zeile zum Schluss gebracht und zwar, denn das würde sonst nur wieder meinen Kopf ficken, denn innerer Frieden entsteht durch äußere Konflikte. Damit hat er nochmal von seinem ganzen Text am Ende eine gute Pointe gesetzt, allerdings hat mich die Runde als Gesamtpaket textlich nicht wirklich umgehauen. Es könnte durchaus daran liegen, dass es wie gesagt nur zwei Parts sind und die Parts sind nicht mal ein 16er voll, oder er hat sich einfach gedacht, er möchte Flowlich überzeugen und Flowlich flexen und da ein bisschen auf den Text nicht ganz so viel drauf Wert legen. Die zwei größten Pluspunkte an seinem Text ist das Konzept und die sehr gute Reimsetzung. Typro bringt im Allgemeinen sehr viele Representer-Zeilen, die ziemlich gut durchdacht sind, aber auch hier muss ich sagen, ist mir nicht wirklich eine Highlight-Zeile im Kopf hängen geblieben. Im ersten Part gibt es ein Highlight-Vierer und zwar: Fick deine Probleme, komm gerade aus einem tiefen Loch und habe ich mal keinen klaren Weg gefunden, ja dann finde ich Gott. Stimme ein bisschen tief und sofort denken die, die sind was, wenn du harten Rap machst, Dicker, sag mir, was mach ich dann? Das von einem Typro in dieser Runde zu hören, wo er in den Parts wirklich komplett in die Fresse geht, ist wirklich gut gemacht und gut durchdacht. Der Rest vom ersten Part ist ganz cool runtergeschrieben und es passt auch zum Flow, aber so eine richtige Highlight-Zeile ist da nicht dabei oder eine Highlight-Passage, wo ich sage, ja, das hat auf jeden Fall jetzt reingescheppert. Der Text plätschert gerade im ersten Part so ein kleines bisschen vor sich hin, aber im zweiten Part bekommt er dann etwas die Kurve. Die letzten 8 Zeilen vom zweiten Part habe ich extrem gefeiert. Gebt euch mal die Delivery und die Kernaussagen dazu. Ja, ich bin noch lange nicht am Ende, sagt ihr doch in meiner Kehle, sagt ihr doch in meinem Schädel und die musst du nicht verstehen. Ich schau einmal in die Bubble, bin enttäuscht. So viel Rapper kennengelernt, die nicht mehr rappen, weil sie läuft. Du bist ein erfahrener Bruder,
und ein Zimbel für die Freunde. Doch ich kann nicht sagen, dass er dir nie was bedeutet. Ich auf den Geheuchel, kenne keine Konkurrenz, denn ich bin der Härteste im Untergrund, das kannst du nicht verleugnen. Meiner Meinung nach war das textliche Highlight aus Typos Runde, und zwar mit etwas größerem Abstand dieses Mal, was ich ein bisschen schade finde, weil die Delivery an sich hätte sehr viel Krasses vom Text hergegeben. Die Runde von Typo wäre textlich zu schlagen gewesen, allerdings hatte Tenji nicht wirklich was dem entgegenzusetzen und er kickt lediglich 8 Bars pro Part und davon waren nicht mal wirklich krass viele Highlight-Zeilen dabei. Tenji hat die etwas cooleren Reime, aber von der Reimtechnik und von der Silbensetzung sind beide ungefähr gleich gut. Typo hat die etwas cooleren Highlight-Zeilen und generell die besseren Passagen, was den Text angeht. Ich vergebe ein 2:1 an Typo, auch wenn ich sagen muss, dass mir seine Vorrunden besser vom Text gefallen haben. Kommen wir nun zum Gesamtpaket von beiden Runden, geben wir uns zuallererst nochmal die Hook von beiden Parteien. Chaos, meine Gedanken sind nur das reinste Chaos, jeder versucht das zu einer Flucht zum Chaos, ich werde das Ganze nicht unterdrücken, ich lass mich einfach ins Unglück stürzen, es ist Chaos, meine Gedanken sind nur das reinste Chaos, jeder versucht das zu einer Flucht zum Chaos, ich werde das Ganze nicht unterdrücken, ich lass mich einfach ins Unglück. Ey, dieser Druck, den ich mir mach, ist der Grund, warum ich nichts mach. Denn ich komm damit nicht klar allein. Meine Karriere steht am Abgrund, denn alles, was ab jetzt folgt, ist nur noch kompletter Absturz. Typos Hook hebt sich etwas mehr von den Parts ab. Der Gesang ist wirklich sehr, sehr gut und meiner Meinung nach ist es die stärkste Hook, die Typo jemals solo gekickt hat. Zumindest ist sie auf dem gleichen Niveau wie von dem Song Creeper. Tenji hat ebenfalls eine sehr, sehr passende Hook zu seinem Track rausgesucht. Dieses Mal gab es überhaupt keinen Kontrast wie in der Quali und im Achtelfinale, aber da war das wie gesagt mehr so ein Durcheinander und dieses Mal kommt das Ganze klar strukturiert rüber, was auf jeden Fall für den Gesamteindruck ebenfalls nochmal sehr gut aufzuwerten ist. Hooks passen wie gesagt beide zu ihren Tracks, ich finde die von Typo allerdings etwas stärker. Was die Atmosphäre und die Delivery angeht, so hat Typo meiner Meinung nach trotz eines sehr, sehr starken Flows von Tenji die Nase vorne. Der Beat wirkt wie auf Typo zugeschnitten, allerdings habe ich ihm das auch schon privat gesagt, persönlich wäre es für mich noch ein bisschen geiler gewesen, wäre der Beat ebenfalls noch ein bisschen mehr in die Fresse gegangen. Das wäre vielleicht für den ersten Moment ein bisschen zu sehr überladen gewesen, allerdings wären dann die Parts sogar noch mehr in die Fresse gegangen und genau das wollte Typo ja gerade mit diesem Song auch als Ziel erreichen. Auch Tenji hat eine relativ gute Delivery, zumindest besser als die Qualifikation und das Achtelfinale, aber an seiner STB-Delivery kommt es irgendwie nicht ganz ran. Auch im SMB 1 hat er mich atmosphärentechnisch mit seinem Song Phoenix zum Beispiel mehr überzeugen können. Aber vielleicht kommt die Runde Delivery technisch und von der Atmosphäre etwas schwächer rüber, als sie eigentlich ist, weil der direkte Kontrahent eben Typo ist und er mit diesem Track einfach komplett auf die Atmosphäre gegangen ist und das Konzept ist völlig aufgegangen. Textlich fand ich beide, wie gesagt, eher durchschnittlich. Was Reimsetzung angeht und was die Zeilensetzung angeht, muss ich einfach sagen, dass hier keiner von beiden wirklich heraussticht und wo ich jetzt kein Gesamtpaket technisch vorne sehe. Typo hat, wie gesagt, die vereinzelt bessere Zeilen, deswegen hat er auch die Textkategorie knapp gewonnen, allerdings gibt es für den Gesamteindruck hier keine Extrapunkte in irgendeiner Art und Weise obendrauf. Das Thema war dieses Mal bei Tenji etwas interessanter, ist aber ein kleinen Tick an der textlichen Umsetzung gescheitert. Beide haben aber ein interessantes Konzept gewählt und hierbei sehe ich beide ebenfalls ziemlich gleichwertig. Gesamtpaket technisch liegt Typo vor Tenji. Typo hat die bessere Hook, die bessere Stimmgewalt, die bessere Atmosphäre und den krasseren Beat. Tenji hat den besseren schnellen Flow und den verständlicheren Double Time, aber mehr gibt es bei seiner Runde nicht, was mir wirklich ins Auge gestochen ist. Ich gebe Gesamtpaket technisch ein 2:1 für Typo und damit haben wir unseren ersten Halbfinalisten. So, jetzt meldet sich gerade Stego aus dem Schnitt. Jetzt wäre nämlich die Ankündigung gekommen, dass Darky und Regens Runde morgen erscheint. Allerdings war ich ja in Amsterdam und habe den Videoschnitt nicht mehr fertig bekommen. Deswegen, die Runden sind schon online. Checkt die auf jeden Fall ab und votet auf jeden Fall nochmal kräftig und kommentiert auf jeden Fall nochmal fleißig die Runden.